Wenn wir heute, wenn du sagst, 2 Stunden fliegen, was ist denn heute? 2 Stunden fliegen, was ist in der Ukraine? Was passiert da? Was passiert in Russland? In Weißrussland? Das ist doch, diese Diktaturen sind doch entweder immer noch da oder sie sind in Russland so dick zurückgekehrt, wie sich niemand vorgestellt hat, dass es möglich ist. Und was die Russen jetzt mit den armen Ukrainern machen und wie sie dieses Land destabilisieren und infiltrieren und mit was für einer dreckigen Propaganda und mit einem dreckigen, verlogenen Krieg sie dieses Land kaputt machen, das ist doch unerhört. Das ist doch noch viel schlimmer als das, was wir damals in der Zeit der Diktatur hatten. Das ist doch ein Problem. Ja. Und das macht mich so krank, weil ich die Leute, ich stelle mir immer vor, ich wäre auch in dem Land, ich war in einem anderen genauso und ich wäre heute da und ich hätte so viel riskiert wie die Ukrainer schon das 3. Mal, um anders zu leben. Und es wird dermaßen widerwärtig bestraft, nur weil Putin das nicht akzeptiert, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Und wir haben die Sowjetunion so satt bis hierher. Die haben uns jahrzehntelang ganz Osteuropa das Leben kaputt gemacht. Und dieser Putin und der Geheimdienst, die sollen mal akzeptieren, dass wir das nicht mehr wollen. Und sein Land ist so riesig groß, er soll in seinem Land Infrastruktur machen und den Leuten erlauben, dass sie Zähne haben und Schuhe haben. Dann hat er genug zu tun und dann muss er sich nicht um Kriege kümmern.